Der Tiroler Höhenweg führt von Meierhofen bis nach Meran. Dieses Video zeigt Etappe 7. Sie führt vom Tribulaunhaus bis zur Magdeburger Hütte. Es gibt zwei so heißende Hütten, die auch noch nahe beieinander liegen. Die eine liegt auf der Gschnitzer, die andere auf der Pflerscher Seite der Grenze. Das sollte man bei der Buchung der Hütte auf jeden Fall beachten. Ich habe wegen der Aufteilung der Etappen gute Erfahrungen damit gemacht, auf der Gschnitzer Seite zu buchen und zu übernachten. Von der Gschnitzer Tribulaunhütte aus geht es zunächst zur Pflerscher Scharte hoch, dann mit mäßigem Anstieg weiter Richtung Hohem Zahn und von dort aus zum Felsenband an der Weißwandspitze. Der danach folgende Abstieg Richtung Magdeburger Hütte könnte bei Regen etwas rutschig werden. Danach läuft es sich angenehm Richtung Magdeburger Hütte aus. Nach einem guten Frühstück geht es morgens um 9.30 Uhr an der Tribulaunhütte los. Das erste Zwischenziel ist die Pflerscher Scharte. Insgesamt ist dieser Abschnitt des Weges recht angenehm zu gehen. Der Morgen ist noch kühl und der Anstieg zieht sich lange hin und ist nicht so steil. Man kommt also nicht ins Schwitzen. Der Blick zurück ins Gschnitztal. Rechts sieht man nochmal die Tribulaunhütte. Hier sieht man nochmal den Weg, auf dem wir gerade hochgekommen sind, und links davon nochmal das Gschnitztal. Zwischendurch wird der Weg noch einmal etwas steiler. Und es kommt eine Stelle, wo man bei Regen auch noch etwas auf Fels abrutschen könnte, ist aber nicht schwierig. Bei einer kurzen Rast genießen wir die Aussicht von der Pflerscher Scharte. Der Abstieg von der Scharte sieht hier wesentlich spektakulärer aus, als er tatsächlich ist. Die aufwendig hergerichteten Treppen auf diesem Teil des Weges bleiben lange in Erinnerung. Wir verharren kurz und erhaschen einen Blick zurück. Man sieht noch einmal die Tribulaun-Gruppe in Wolken verschwinden. Thank you.
Hier sieht man den hohen Zahn und rechts dahinter schon die Weißwandspitze. Ich bin schon ein wenig geschafft und das Wetter dreht auf eher schlecht. Deswegen lasse ich den Gipfel des hohen Zahns hier rechts liegen. Eigentlich schade, denn es wären nur noch 10 oder 20 Höhenmeter gewesen. Hier im Bild kann man sehr schön sehen, wie der Weg sich an der Wand der Weißwandspitze entlang zieht. Hier sieht man den Weg am Felsenband entlang nochmal in der 3D-Ansicht. Die Wegführung ist hier ein wenig unübersichtlich. Der erste Anstieg ist eine Mischung aus Weg und wildgeschichtetem Blockgestein. Ich überquere diese Passage relativ zügig, weil man nicht weiß, wie tragfähig der Schotter links ist oder ob nicht von oben ab und zu kleinere Steinchen runterkommen. Filmen tue ich aber trotzdem. Für einen Schwenk zurück muss aber trotzdem Zeit sein. Ein Blick zurück auf den Weg, den wir gerade heruntergekommen sind. Der Boden selber ist hier durchaus rutschig, zumindest wenn es nass ist. Dazu kommen dann etliche Stellen, an denen man über 5 bis 10 Meter Länge auf schräg gestelltem Fels gehen muss. Die Magdeburger Hütte kommt in Sicht. Nach dem eigentlichen Abstieg vom Felsenband sind wir jetzt schon bis zu dieser Ecke gekommen und der weitere Weg zieht sich im Grünen flach dahin. Der Rest bis zur Magdeburger Hütte läuft sich dann recht angenehm aus. Hier die Tipps zu der Tour. Bei Regen oder gerade auch Gewitter und auch wenn man schweres Trekkinggepäck dabei hat, sollte man die Tour nicht gehen. Dann empfiehlt es sich, zur Pflerscher-Tribulaun-Hütte auszuweichen. Gerade auch bei schlechtem Wetter habe ich da immer noch eine Unterkunft gefunden.
Von dort aus gibt es auch die ein oder andere gute Option, den Tiroler Höhenweg im gleichen Zeittakt wie geplant fortzusetzen. Wenn man von dieser Hütte absteigt, landet man in Innerpflersch. Dort kann man auch gut übernachten. Von Innerpflersch aus kann man entweder direkt am nächsten Tag nach Mayern wandern oder mit dem Bus weiterfahren. Wenn man am Folgetag mit dem Bus fährt, hat man immer noch genügend Zeit, um von Mayern aus am Nachmittag bis zur Teplitzer Hütte aufzusteigen. Ungefähr eine Stunde vor dem Abendessen kommen wir an der Hütte an und genießen noch ein paar Biere beim Ausschwitzen.